Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung 69 von BSV Late Night. Heute vollgepackt natürlich mit dem letzten Spieltag der Stark-Bremen-Liga, mit den Vorschau auf den nächsten Spieltag der Stark-Bremen-Liga, mit dem Meisterschaftskampf der Stark-Bremen-Liga und natürlich mit dem Abstiegskampf der Stark-Bremen-Liga. Und meine lieben Zuschauer von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten, natürlich auch den Kampf um die Halle in der Stark-Bremen-Liga. Und eine noch wichtigere Frage als alle andere: Wer kann eigentlich jetzt schon seine Pausenbrötchen schmieren und nichts mehr machen in der Stark-Bremen-Liga? Alles das werden wir heute hier behandeln. Natürlich fachlich kompetent wie immer werden wir dich begleiten in dieser Sendung. Herr Karl Schlag, unser Bremerhaven-Experte, der heute gar nicht so weit gucken muss nach Bremerhaven, sondern nur gerade mal über den Deich nach Habenhausen, denn er hat mitgebracht, Habenhausen ist raus. Genau. Herr Schlag, Habenhausen ist raus. Habenhausen ist raus, ist im Abstiegskampf. Jetzt haben sie zweimal gewonnen, das Nachspiel gegen Grolland, großartig 5-0, jetzt halt 2-1 gegen OSC. Damit ist eigentlich der Abstand groß genug, dass sie es eigentlich schaffen müssten. Aber Sie halten es sich als Experte noch offen, das eigentlich. Ja, und rechnerisch, und Sie wissen ja, da ist halt immer noch irgendwie alles möglich, aber ich schätze die Mannschaften, die da drunter sind, nicht stark genug ein, dass sie alle Spiele gewinnen, um Habenhausen mal abzufangen. Herr Caraldo, ja. Sie sind natürlich auch dabei und Sie haben das Thema mitgebracht, so heiß wie der Glühwein. Ja, das Spiel des Bremer SV war so heiß wie der Glühwein. Ich habe vorhin noch gesagt, ein echtes Spektakel. Wenn wir jetzt mal nicht einfach mal über spielerische reden, sondern über das Spiel an sich, also was der Bremer SV geboten hat, war einfach, ich sag mal, auch für einen neutralen Zuschauer war das schon ziemlich klasse, sowas mal zu sehen, so lange in Unterzahl zu spielen. Und natürlich auch, ich beziehe mich auch auf den Glühwein, klar. Also vielen Dank nochmal nach Blumenthal. Wir haben uns wirklich Glühwein noch hingestellt. Ja. Wir konnten es kaum glauben, weil wir hatten nämlich erst gar nicht danach gefragt. Man sagte uns nach dem Spiel noch Bescheid und wir haben dann nochmal ein extra für BSV Late Night herangeholten Glühwein getrunken. Ja. Deswegen schöne Grüße nochmal an den Blumenthaler SV und an Moni Landwehr, die extra für uns nochmal eine Kanne Glühwein aufgesetzt hat. Ja, super, meine Damen und Herren. Und wir machen jetzt sofort weiter mit einmal dem Late Call, aber bevor dieser eingeblendet wird, machen wir eine ganz kurze Pause. Kleinen Moment bitte. Ja, wir mussten uns kurz hier sortieren in der Sendung, meine Damen und Herren. Unten die Rufnummer können Sie anrufen, den Late Call 04211720912. Und da können wir natürlich gleich zu sagen, wir hatten technische Probleme, so wie gerade eben auch mit unserem Late Call. Sie können definitiv uns jetzt dort wieder erreichen und uns auf Anrufbeantworter sprechen. Gucken wir doch einmal auf den letzten Bremen-Liga-Spieltag und bitten unsere Assistentin dazu. Die Ergebnisse vom 25. Spieltag. KSV Wattan Sport gegen BSC Hastedt 4-2. FC Oberneuland gegen ISC Geestemünde 1-3. Blumenthaler Sportverein von 1919 gegen BSV 1-4. VfL 07 Bremen gegen BTS Neustadt 0-3. Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen TSV Grollend 3-1. Habenhausen gegen OSC Bremerhaven 2-1. Lea TS gegen SG Aumund Fegesack 1-4. Werder Bremen 3 gegen Brinkumer SV 1-2. Ja, meine Damen und Herren, da war ordentlich Salz in der Suppe und Pfeffer im Gewürz. Da wollen wir noch einmal eben gucken, welches Spiel wir als allererstes behandeln. Herr Schlag, ja. Worüber wollen Sie reden? Oh, am liebsten würde ich eigentlich über das SAV-Spiel reden. Dann also Lehe. Fegesack 1-4. Eigentlich dachte ich vorher auf einer Augenhöhe und war eigentlich auch so, der Unterschied haben wohl so zwei Leute bei SAV gemacht. Der Nick Enghardt hat irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Torvorlagen gegeben, hat das ganze Mittelfeld offensiv bestritten. Und so wurde aus dem Spiel auf Augenhöhe eigentlich, der LTS hat so gespielt wie gegen den BSV. Und das war ja auch nicht so gut, auch wenn sie da deutlich gewonnen haben. Und der SAV ist halt die
stärkste Mannschaft in dem mittleren Bereich der Liga in der Rückrunde. Da bleibe ich auch bei. Und ich glaube, bis zum Saisonende sind jetzt so gut eingespielt. Die setzen jetzt das alles um, was der neue Trainer macht und so. Das ist halt, die werden auch eher noch nach oben gucken, als sich nach unten absichern müssen. Halle, bezüglich Halle. Ja, Halle ist für die, glaube ich. Genau. Es ist eher die Frage, ob sie die Nummer 1 im Bremer Norden werden, ob sie den Blumenthaler noch überholen. Hm. Punkt gleich. Da sind wir doch gleich beim Spiel Blumenthaler SV gegen Bremer SV. Der ehemalige Klassiker der Bremenliga 1-4 ehemalig, sage ich jetzt einfach, weil diese Saison immer noch ein Klassiker ist, aber es ging nicht nur um die ganz heiße Wurst, sondern eher um den Glühwein bei 16 Grad. Nee, es waren glaube ich sogar über 20, aber ja, ein Klassiker ist es schon noch, klar. Also ich glaube, das Klassiker-Prädikat kann diesem Spiel erstmal niemand nehmen und so, aber es ist schon klar, also Blumenthal ist nicht in der Verfassung, das haben wir schon öfter gehabt, wie in den Spielzeiten vorher. Und Bremer SV, müssen wir jetzt nicht weiter darüber reden, was da jetzt so zur Zeit oder in der Vergangenheit los ist oder war. Und aber das Spiel an sich, klar, es hat immer noch Spaß gemacht, die Leute kommen, das Wetter war gut. Wir haben sogar Glühwein hingestellt, wie wir eben schon gesagt haben, aber das Spiel an sich war auch absolut, hat Spaß gemacht einfach. Mhm. Also Bremer SV ist halt wie immer angefangen, so wie in den letzten Spielen halt auch, wo man das Gefühl hatte, ja, dieses das Spielerische, was sie vielleicht jetzt nicht mehr haben, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen zur alten BSV-Mannschaft, aber wird kompensiert mit ich nenne das mittlerweile mit so einer Dampfwalzen-Taktik, also alles abräumen, Vorchecking spielen und ja, nach vorne geht dann auch einiges, aber hier, der Unterschied zu den letzten Spielen war halt, dass die Tore gemacht wurden. So, und dann das Spektakuläre war natürlich an dem Spiel, nachdem 1-0 gab es halt eine gelb-rote Karte gegen Krasniqi und den Rest der Zeit, also ab der 35. Minute war der Bremer SV in Unterzahl und hat trotzdem dagegen gehalten, hat taktisch gut umgestellt und hat einfach auch die Buden gemacht. Da bin ich jetzt noch ein für, aber es hat einfach Spaß gemacht. Selbst wo Blumenthal halt in der zweiten Halbzeit eine ganz gute Phase hatte, wo sie auch den Anschluss gemacht haben zum 2-1, sind sie einfach nochmal wiedergekommen. Hätte ich fast gesagt, wiedergekommen sind sie ja gar nicht. Sie waren immer da, sie waren immer präsent. Und ja, es hat einfach total Spaß gemacht, wie die Spieler des Bremer SV abgegangen sind, wie sie auf die Fans reagiert haben, die ganze Zeit halt auch wieder mitgemacht haben. Das war schon toll. Ja, aber so ein bisschen, also die Blumenthaler waren, also ich fand sie erstaunlich schwach, ehrlich gesagt. Also der Bremer SV hat es gut gemacht und gerade auch als sie zu 10 waren, wir haben vorher 4-4-2 gespielt, dann halt 4-4-1. Maxwell hat sich dann so ein bisschen mehr zurückgezogen. Überhaupt Maxwell, Spieler des Spiels meiner Meinung nach, war ganz großartig gemacht. Neben auch Osun hat auch, wie er die Konter zu Ende gebracht hat, war ganz toll. Aber die Blumenthaler, die haben sich kaum bewegt, die haben sich auch untereinander, wenn sie sich versucht haben abzusprechen, die Spieler oder auch mit der Trainerbank, als wenn die ständig diskutieren müssen und nicht auf den anderen hören, und waren total statisch. Es gab manche Spieler, dachten, die haben Laufraum von 10 Meter plus nach vorne, nach hinten. Also das hat mich schon gewundert. Auch Blumenthaler Fans sind nachher zu uns gekommen und haben sich fast entschuldigt für die schlechte Leistung der Mannschaft, die sie so schlecht auch selbst seit langem nicht gesehen haben. Hatte auch was mit unserer Klasse zu tun, also mit der Klasse von Bremer SV, die halt wirklich ständig auch raufgegangen sind. Ne? Klar, es gab die 10 Minuten nach dem Anschlusstor, das so relativ aus dem Nichts kam. Und dann hatten sie 10 gute Minuten, am Ende ja noch einen schönen Lattentreffer. Aber ich glaube, Malte hat ja im Interview, glaube ich, auch gesagt, er hat, glaube ich, 2 Bälle gehalten oder so. Also hatte nichts zu tun eigentlich. Also es war schon schön. Ich fand es auch schon ein schönes Zeichen für die nächsten Spiele von Bremer SV, auch zu zeigen, ey, wir sind noch da und man muss mit uns rechnen. Genau, da, beziehungsweise ja noch nicht richtig da, und das kennen Sie ja genau hier bei BSV Leitner, dieses Zeitproblem, das haben wir häufiger in dieser Sendung schon gehabt, aber eigentlich da, aber noch nicht da, ist er jetzt auch da, der neue Trainer ab der nächsten Saison, letzte Woche vorgestellt, Ralf Vogt. Was konnte er aus den Spielen jetzt lesen, was vorher bei den Spielen gefehlt hat beim Bremer SV? Naja, also jetzt die Spiele, die jetzt seit der Vorstellung liefen, dazu gehört ja auch noch das 1-1 gegen Werder 3, muss man ja sagen, das hatten wir ja so noch gar nicht drin. Und das Spiel jetzt, ja, ist schwierig, würde ich sagen. Er wird bestimmt irgendwas draus lesen, so wie ich das auch nach dem Interview so selber herauslesen konnte, sage ich mal, dass er sich sicherlich einzelne Spieler anguckt, also die
die individuelle Klasse checkt, aber eben auch, denke ich auch schon in Richtung Taktik. Also das sind ja zwei verschiedene Welten auch gewesen. Also einmal das Spiel gegen Werder 3, wo sie eben die Tore, die Chancen auch wieder hatten, aber die Tore nicht gemacht haben, eigentlich ganz gut gestanden haben, aber eben auf dem tiefen Boden auch am Schluss ganz klar abgebaut haben, konditionell, und folgerichtig noch das 1-1 gefangen haben. Und hier plötzlich was ganz anderes. Sie haben nach vorne gespielt, aber sie haben in einer kritischen Situation zusammengehalten, haben taktisch nochmal umgestellt, so dass sie trotz Unterzahl wirklich noch gut mitspielen konnten. Ich denke, da kann er schon einiges rausziehen, auf jeden Fall. Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung auch, okay, jetzt will sich jeder einzelne Spieler vielleicht dem neuen Trainer zeigen und beweisen und sagen, hey, ich will hier bleiben, ich will irgendwie hier weiterspielen. Und fängt an, egoistischer zu spielen. Aber das Gegenteil war der Fall eigentlich. Die haben halt total eine super Mannschaftsleistung auch gebracht. Also sie sind füreinander gelaufen. Wenn Maxwell nach vorne ist, sind zwei andere haben sich zurückgezogen und abgesichert. Malte hat halt alle wieder nach vorne beordert und hat manche Leute zurückgezogen. Das hat eigentlich als Team auch sehr gut funktioniert. Da hatte ich so ein bisschen Schiss vor. Ah, neuer Trainer, jetzt will jeder fünf Leute umspielen. So. Aber das war gar nicht so. Das fand ich... Klar wollen sich auch alle neuen Trainer präsentieren, aber dann auch als Mannschaft scheinen. Dann möchte ich auch noch einmal ganz kurz drauf rumreiten, auf den neuen Trainer. Herr Caraldo, Sie haben ja auch gleich die Chance genutzt und das erste Interview mit Ihnen gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Ein Zweitligaspieler beim Bremer SV. Ja, klar, also der Zweitligaspieler, also er hat sicherlich dann eben auch sich schon Meriten als Zweitligaspieler verdient. Und war zuletzt bei Oldenburg halt. Als Trainer muss man halt gucken, aber ich glaube, er ist schon ganz gut vernetzt und da hat auch, wie er selbst dann eben auch sagte, hat auch ganz klar Ahnung von dem Metier, als auch speziell jetzt fünfte Liga. Aber ich glaube schon, dass der Bremer SV da einen ganz guten Fang gemacht hat. Ja, schön, dass man nicht einen aus der Bremenliga holt, hätte man ja auch irgendwie überlegen können, sondern jemand, der von außen auch neue Impulse bringt. So, der halt noch andere Erfahrungen hat, halt aus Niedersachsen und so und dann und halt als Spieler aus der zweiten Liga und dann bringt er vielleicht ganz neue Impulse, neue Ideen rein. Es ist beim neuen Trainer spielen jetzt die Spieler vor ihm vor? Jetzt gerade, ja, haben wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet. Ich glaube schon, dass... Genau, oder ist es, darauf wollte ich einfach weiter hinaus, ja. Oder ist eigentlich da der Zug wahrscheinlich schon abgefahren bei ihm, wird er einen neuen Fahrplan haben? Er wird, ich glaube, das ist so zweigeteilt. Also er wird schon einen Fahrplan haben, welche Mannschaftsteile er da vielleicht auch, wer weiß, anders besetzt. Vielleicht gibt es ja auch schon Kontakte zu anderen Spielern. Aber er wird jetzt schon gucken und das sehen wir als BSV Late Night oder als auch die Fans auch. Es gibt schon einen Stamm, also auf den ich als Trainer in der Bremenliga auch nicht verzichten würde. Schon ein paar Leute, die denke ich gesetzt sind, aber er wird sicherlich auch so einen Fahrplan jetzt schon haben, zu gucken. Ich weiß es auch nicht genau, im Interview sagt er, glaube ich, auch nicht so viel zu Taktik oder wie er dann damit umgeht. Aber das wird sicherlich auch eine Rolle spielen, ne? Wen er da holt oder ja. Wir haben ja zum Glück ja auch Spieler, die mehrfach einsetzbar sind, wie Seemann, ja, genau. Entschuldigung, ja. Herr Stark, da will ich jetzt noch mal kurz, und er hat ein, finde ich doch, sein bemerkenswertes Ziel einfach vorgegeben, Aufstieg, und daran lässt er sich messen. Ja. Ja, aber das heißt, den Druck von selber gleich hochgehalten, genau. Im Kessel. Den Druck auf dem Kessel gleich für sich hochgehalten, aber auch auf sich bezogen. Also er wird sich auch daran messen lassen, im Prinzip hat er die Spieler gleich so ein bisschen rausgenommen, so, weil er ist dann dafür verantwortlich, welche Taktik spielen, welche Spieler dann auch bleiben oder neu dazugeholt werden. Das ist dann sozusagen alles seine Sache. Er hat jetzt ja auch Zeit genug, sozusagen, um das irgendwie zu machen. Und ich glaube schon, auch um da ganz kurz darauf zurückzugehen, dass er ganz genau guckt. Ich glaube schon, dass der einen Matchplan hat. Also wie er am liebsten spielen würde und wie sich das am besten in der Bremenliga umsetzen lässt. Und da guckt er jetzt schon, welche Spieler gut passen. Da wir den nicht genau kennen, können wir jetzt nicht sagen, der und der ist es oder so, ne? Aber es sind schon, also ich würde auch sagen, bei 7, 8 Spielern, die momentan häufig spielen, die A, verschieden einsetzbar sind und B, eine gute Leistung bringen, da hoffe ich auch, dass die bleiben, auch bleiben wollen. Das ist ja auch immer zweiseitig. Die Spieler müssen ja auch wollen. Und wir reden ja auch nicht nur von den ersten 11, wir reden ja vom Kader. Genau. So. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Zeit fängt uns auf jeden Fall jetzt gerade wieder ein, weil hinten gewunken wird, wir sollen unbedingt weitermachen, die Redaktion.
sagt uns Bescheid. Wartern gegen BC Hasstedt 4-2. Tja, unglaublich eigentlich. Man hat ja so munkeln hören, dass Hasstedt, ich war nicht da, mit der B-Mannschaft gekommen ist. Wenn ich mir die Aufstellung angucke, waren da auf alle Fälle ein paar Spieler dabei, die in jeder Bremen-Liga-Mannschaft spielen würden, würde ich mal jetzt einfach so behaupten. Ja, super überraschend. Keine Ahnung, was da in Hasstedt in dem Abend gefahren ist. Oberneuland gegen ESC 1-3. Ja, ähnlich. Wobei man da nicht gehört hat, dass Oberneuland mit einer B-11 angetreten ist. Ja, damit konnte man ja auch nicht rechnen. Also nichts gegen den ESC, die auch gute Ergebnisse zuletzt hatten. Aber bei so einem Spiel wie Oberneuland gegen den ESC rechnet man nicht unbedingt damit, dass ESC einen Auswärtssieg einfährt. Aber ja, keine Ahnung. Also wir waren jetzt auch nicht da. Wir können uns einfach auch nur überrascht zeigen von dem Ergebnis. Und ich sage nochmal gut, beide Ergebnisse in Anführungsstrichen gut für die Spannung in der Spitze. VfL gegen BTS Neustadt, geht es nicht um die Spitze, sondern um den Abstiegskampf 0-3. Ganz wichtige 3 Punkte, wenn nicht sogar 6. Wenn nicht sogar 6, genau. Weil Neustadt und VfL, eigentlich spiegelt das so gerade deren momentan Leistung schon wieder. Der VfL fällt so ein kleines Loch, die kommen da unten immer nicht raus, haben so kleine Erfolge, aber dann verlieren sie doch wieder irgendwas. Und die Neustadt hat sich einfach in den letzten 4 Wochen gut entwickelt. Und die haben den Abstiegskampf angenommen und sind noch nicht raus. Noch lange nicht raus. Denn das ist Nachspiel gegen Hasstedt. Da müssen nochmal ordentlich ran. Aber die haben jetzt die bessere Ausgangsposition dadurch. Das war ein ganz wichtiges Spiel. Auf alle Fälle. Wichtig war auch der Sieg von Brinkum 2-1 bei Werder. Ja. Sonst wäre die Spannung, von der ich eben geredet habe, wäre jetzt also fast unerträglich. Sag ich mal. man hat ja auch schon ein bisschen als BSV-Fan, sag ich mal, drauf gehofft, auch nach dem 1-1 unter der Woche gegen Werder 3. Ja. Weil man hörte ja auch, dass sie zur Halbzeit 1-0 zurücklagen, haben dann es geschafft, auszugleichen in der 80. Minute, relativ kurz vor Schluss noch das 2-2 einzuschießen. Aber ja, es ist schon toll, was Brinko macht. Selbst solche engen Spiele zu gewinnen sind weiterhin, ich glaube, 5 Punkte, ne? Vor BSV und 4 vor Oberneuland. Genau. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Abendhausen gegen OSC, das war ihr Thema. Abendhausen ist raus, 2-1 gegen OSC. OSC war ja vorher in dem Sinne schon raus aus dem Thema Abstiegskampf. Und ja. Glaube ich auch immer noch, dass die eigentlich nichts damit mehr zu tun haben. Das, weil ich VfL, Grolland und Wartan eigentlich als für zu schwach einschätze, dass sie nochmal so viele Punkte haben. Genau, denn Grolland hat 3-1 aber nur verloren in Schwachhausen mit einer Rumpfelf, die angetreten sind, aber Grolland gibt jetzt das Händchen an den Sportplätzen in Richtung Bezirksliga. Landesliga. Ja, so Abschiedstour, ne? Ja. Abschiedstour und PSV Grolland, wie man munkelt, auch von Frankinius. Ja, wobei man auch sagen muss, Rumpfelf, klar, aber Schwachhausen hatte ja nun auch Probleme. Anscheinend ist auch deswegen das Ergebnis zustande gekommen, also dass Grolland sogar noch ein Tor schießen konnte. Ja, aber was soll man noch sagen? Also dieses Spiel war auch nicht mehr so ausschlaggebend für das, was gerade in Grolland passiert. Sie haben es wirklich geschafft, alle Nachholspiele, auch gegen Mitkonkurrenten, alles zu verlieren. Und dann muss man ganz klar sagen, hat man in der Bremenliga auch nicht zu suchen. Ja, man fragt sich auch die Motivation, wenn die wirklich mit 13 Leuten nach Schwachhausen fahren, das nicht mal auffüllen können mit A- oder zweiter Mannschaft, dann ist das auch ein Zeichen, glaube ich. Meine Damen und Herren, das Zeichen sehen Sie jetzt auf der Tabelle, die wir einblenden. Erster, der Brinkum SV mit 59 Punkten, zweiter Oberneuland 55, Bremer SV 54, auf Platz 4 BSC Hasstedt mit 48, dazu muss man sagen, das Nachholspiel am Mittwoch ist da bisher noch nicht mit drin. Denken Sie an das Zeitproblem. Schwachhausen auf Platz 5 mit 45, Blumenthal 44, Fegesack 44, Werder Bremen 3, 35. Dann blenden wir einmal auf die zweite Hälfte über und sehen, Lehe kämpft noch mit um die Halle mit 33, dann Geestemünde 27, Habenhausen 25, OSC 24, Neustadt 20, im Abstiegskampf genauso wie Wartan mit 18, VfL mit 17 und TSV Grolland nur 13 Punkte und letzter. Ja, meine Damen und Herren, das war die Tabelle. Herr Caraldo hat uns eben darauf hingewiesen, dass wir ja sehr nette Personen kennengelernt haben beim letzten Werder-Spiel, Bremer SV-Spiel gegen Werder. Genau, möchten Sie dazu
einmal kurz was sagen? Ja, es war irgendwie nach dem Spiel. Man muss sowieso sagen, das Spiel gegen Werder 3, okay, vom Ergebnis her nicht so klasse für den Bremer SV, aber es war halt insgesamt ganz netter Abend so. Und wir hatten, glaube ich, auch noch ein paar Groundhopper. Ich weiß nicht woher, die waren dann auch später wieder weg. Und wir waren dann noch in der Vereinskneipe, Vereinsheim vom Bremer SV, und da saßen drei nette Herren, die wir erst nicht so zuordnen konnten. Aber später stellte sich raus, nachdem wir dann Kontakt aufnahmen, dass sie aus Schleswig kamen und einfach auch mal in Bremen, jetzt gerade in Bremen waren, und sich überlegt hatten, zum Fußball zu gehen. Ich glaube, der eine war auch noch, wie wir das später feststellten, ist auf der Bremer SV-Seite zu sehen, Präsident vom, genau. Ich habe den Namen vergessen, Nordhastedt. Genau, Nordhastedt, richtig. Nordhastedt gibt es wirklich, ja. Ja, als Bremer finde ich dementsprechend. Auf jeden Fall war sendet zu hören, dass sie das wirklich klasse fanden. Die fanden den ganzen Abend toll. Die fanden das Ganze drumherum toll. Die fanden den Bremer SV toll. Und wir hatten dann nette 2 Stunden, glaube ich, noch, die wir da saßen. Ja. Deswegen schöne Grüße, falls jetzt zugeschaut wird. Genau. Nach Schleswig. Genau. Und wir wollen sofort weitermachen mit dem nächsten Spieltag. Und bevor wir den jetzt einblenden, würde ich doch einmal Herrn Schlag Sie etwas fragen. Die Sendung, möchte ich jetzt nicht sagen, plätschert so vor sich hin, aber die Anspannung, kann es sein, dass die Anspannung fehlt? Ich finde ja, die ist gerade wieder gestiegen, jedenfalls was den Bremer SV angeht, weil ich finde ja, dass wir tatsächlich jetzt wieder durch den Sieg gegen Blumenthal genau das machen, was wir eigentlich letzte Woche gesagt haben. Man muss jetzt aufpassen, dass man oben dran bleibt, weil dann hat man hat noch eventuell eine Chance. Brinkum gewinnt nicht alles bis zum letzten Spiel. Die verlieren noch irgendwo. Also riecht es in dem Sinne schon wieder nach Regionalliga? Nee, es riecht nach Klassenkampf, hätte ich fast gesagt. Nein, nach Titelkampf eigentlich. Ja. Genau, weil... klar, wenn Brinkum das Wacker durchzieht, dann ist gut und wir müssen halt auch erstmal gegen die SAV gewinnen, was schwer genug wird. So. Aber eigentlich finde ich das jetzt gerade super spannend. Sehr gut, und deswegen gucken wir uns den nächsten Spieltag an, und meine Damen und Herren von den Browserfans, Mobilgeräten und TV-Geräten, freuen Sie sich mit uns darauf. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die Spiele vom 26. Spieltag. Am Freitag, den 13. April um 19 Uhr spielt KSV Wattan Sport gegen Brinkumer Sportverein von 1924. Am Samstag, den 14. April um 14 Uhr spielt SG Aumund Fegesack gegen Bremer SV. Zur selben Zeit spielt OSC Bremerhaven gegen VfL 07 Bremen. Am Sonntag, den 15. April um 11 Uhr spielt ESC Geestemünde gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Um 13.30 Uhr spielt VTS Neustadt gegen Werder Bremen 3. Später um 15 Uhr spielt Hardenhausen gegen Blumenthaler SV. Des Weiteren spielt TSV Grollend gegen Lea TS. Und es spielt BSC Hastedt gegen FC Oberneuland. Ja, meine Damen und Herren, dann wollen wir doch jetzt, weil auch hin unsere Assistentin gerade winkt, sofort in die Spiele einsteigen. Und dann fangen wir an, Freitag 19 Uhr, Wartan gegen Brinkum am 13.04. Schafft Wartan noch so einen Klopper? Herr Karajan. Ganz bestimmt. Also hoffe ich. Also könnte sein. Nein, ich weiß es nicht. Also erstmal muss man sagen, es ist Freitag der 13. Für wen wird es Pech sein? Für Brinkum vielleicht, damit die Liga spannend ist. Ich sage mal die Liga, eigentlich hoffe ich auch ein bisschen für den Bremer SV. Aber ob das nochmal so sein wird, gerade so wie der Brinkum SV die Spiele auch immer in Anführungsstrichen selbst schlechtere Spiele nach Hause schaukelt, der Trainer gleich einführt, ist schon aller Ehren wert. Aber also ich glaube es nicht, aber ich kann das auch schlecht einschätzen. Gerade weil wir eben darüber gesprochen haben, wir sehen nur das nackte Ergebnis vom letzten Spieltag, Wartan gegen Hastedt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir haben sie ja immer zwischendurch gesehen und wir finden sie auch nicht schlecht in ihrer Spielweise, kämpferisch und sowieso. Und so ein Unentschieden wäre ja auch schon nicht schlecht, aber ich glaube es nicht. Fegesack gegen den Bremer SV am Samstag um 14 Uhr. Ja, es wird für den Bremer SV neben dem allerletzten Spieltag das schwierigste Spiel. Also das sollten sie gewinnen. Aber gleichzeitig ist die SAV... neben Brinkum eigentlich die spielstärkste Mannschaft momentan. Wie geht's aus? 2-3. Herr Carallo?
Also ich sehe es ähnlich vom Ergebnis, wenn es ein Abschlussergebnis werden wollen, würde ich sagen 1-3. Am Samstag OSC gegen den VfL. VfL Pflicht, die 3 Punkte um da unten. Ja, natürlich. Für den VfL ist es auf jeden Fall gerade vom letzten Wochenende her gesehen, dass sie auch gegen Mitkonkurrenten wieder verloren haben, ist es natürlich Pflicht, dass sie auf jeden Fall jetzt auch den OSC schlagen. Wir sagen immer, der OSC ist gerade nicht so gut drauf. Zum Glück haben sie genug Punkte gesammelt, wer weiß. Vielleicht sollten sie sich da auch mal... Wenn der OSC das verliert, dann sind sie halt wieder drin. Dann sind sie doch wieder drin. Ja, ja. Dann reden wir nächste Woche wieder ganz anders. Aber der VfL wird alles probieren, um den OSC zu schlagen, damit die endlich auch mal ein bisschen Luft bekommen im Abstiegskampf. Herr Carrado, Sie können auch in der gleichen Sendung einfach anders reden. Das macht bei BSV Leipzig überhaupt nichts. OSC gegen Schwachhausen am Sonntag 11 Uhr. Herrlich, oder? Ja, ist ja herrlich. Schwachhausen hat viele Verletzungsprobleme. Das ist wirklich die Chance für den ESC. So, und die können ja, wir haben ja am letzten Wochenende gesehen, die können gegen eigentlich stärkere Mannschaften, können sie ja gut ihren Konterfußball spielen. Wenn bei denen alle fit sind, bei Schwachhausen immer noch Probleme haben, da irgendwie 13, 14 Leute hinzufahren, sonntags früh nach Bremerhaven, das ist schon schwierig. Nach Bremerhaven und dann auch der Jetlag mit 11 Uhr, schon eine harte Nummer. Also ich tippe mal 2-1 für den ESC, glaube ich. Doch, das ist ja schon überraschend, besonders weil dann ja auch die Frage wäre, wenn Blumenthal in Habenhausen, die spielen ja um 15 Uhr, nicht gewinnt oder Schwachhausen besser spielt gegen ESC, könnten sie sogar jetzt wirklich Blumenthal überholen in der Tabelle. Könnten sie, ja. Aber das sollten sie dann mal eine Woche später, glaube ich, eher tun. BTS Neustadt gegen Werder am Sonntag um 13.30 Uhr. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt. Ja, Mensch, also, ja, rein analytisch gesehen... Werder so ein bisschen im Aufschwung, aber immer noch Wundertüte, obwohl der John Grüße, der Trainer, das immer zuletzt bestritten hat oder bei uns im Interview bestritten hat. Neustadt scheint es jetzt endlich mal umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Unentschieden wird. 1-1 oder sowas. Blumenthal fängt sich gegen Habenhausen dann um 15 Uhr? Ich glaube ja. Ich glaube, die haben jetzt so ein, auch weil sie so schlecht gespielt haben gegen Bremer SV, nicht nur, weil sie verloren haben gegen Bremer SV, kannst du mal verlieren, aber ich glaube, das gibt denen, auch die Fans waren so enttäuscht, das gibt denen hoffentlich die Motivation, jetzt dann doch mal wieder 10-20% mehr zu geben, dann gegen Habenhausen müsste es eigentlich reichen. Es gibt ja, Entschuldigung, es gibt ja noch, also kein Problem, aber ich denke immer, auch im Interview haben wir es jetzt wieder gehört, wir sagen es immer wieder, so Mannschaften wie Blumenthal, Hastedt auch ein bisschen oder so, die legen ihr Augenmerk halt auf den Pokal, aber die Liga ist ja trotzdem noch da. Ja. Also wenn man dann alles verliert oder schlecht spielt, macht auch keinen Spaß. Ne? Ja. Genau, die Frage des Spaß, bin ich ja bei Ihnen als Grolland-Experte jetzt genau richtig um 15 Uhr. Ja, das ist langsam echt kein Spaß mehr. Aber mal gucken, was da wieder los ist. Also die große Frage ist, wer wird in diesem Spiel das Spiel überhaupt machen? Ja, also wenn ich schon höre, das war jetzt glaube ich nicht bei dem Spiel, letzten Spiel, sondern beim Nachholspiel, wo sie 0-5 gegen Habenhausen verloren haben, dass sie wirklich gerade mal so 11 Leute zusammengekratzt haben, dann trainiert nebenan noch die A-Jugend und das waren Leute von der zweiten anwesend. Da frage ich mich ja, was da eigentlich los ist. Da füllt man den Kader doch irgendwie auf. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist Sonntag, da haben bestimmt auch einige frei oder vielleicht auch nichts vor. Da werden sie vielleicht 13, 14 Leute zusammenkriegen. Keine Ahnung. Anders kann man es ja schon gar nicht mehr sehen. Also, wenn man jetzt. Also für Lea sind es auf jeden Fall Pflicht 3 Punkte. Ja, definitiv, gerade nach den letzten Ergebnissen für dich. Also, wenn man es jetzt einfach mal. Für Lea geht es halt um die Halle. Genau. Und die werden sich das im Grunde auch nicht nehmen lassen. Ja. Dann haben wir noch wirklich einen richtigen Knaller am Sonntag um 15 Uhr: Hastedt gegen FC Oberneuland. Für Hastedt, wenn sie überhaupt noch nach oben schielen, auf die Meisterschaft eigentlich die allerletzte Chance. Ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Hersteller sich auch auf den Pokal konzentrieren und dass sie dann das Spiel gar nicht mehr richtig annehmen. Und dann wird es eine leichte Sache für Oberneuland, die ich aber auch tatsächlich auch sonst tendenziell als Favoriten sehe. Also auch wenn sie jetzt verloren haben gegen Gestemünde ist ein guter, starker Konterfußballverein. Damit kann der Oberneuland, glaube ich, noch nicht so gut umgehen, weil sie alle so jung sind. Aber was ich zuletzt gesehen habe, ist Oberneuland eigentlich die stärkere Mannschaft und wird auch gewinnen. Das schon. Und es gab, glaube ich, auch in der Hinrunde ein tolles Spiel zwischen beiden Mannschaften. Ja, aber ist jetzt auch das Problem, ähnlich wie bei Blumenthal. Also wenn es jetzt nur um den Pokal geht, ist, glaube ich, auch nicht weißer letzter Schluss. Und das nächste ist halt, ich glaube bei Hastedt aber auch, dass sie solche Spiele halt auch richtig geil finden. Also gegen Mannschaften, die weiter oben einsortiert sind.
Also ich glaube schon, dass wir uns da auch auf das berühmte Spiel, wie wir es eben schon ein paar Mal hatten, auf Augenhöhe gefasst machen können. Also ich glaube schon, dass die das dann auf jeden Fall ernst nehmen. Aber ich sehe auch Oberneuland ein bisschen weiter vorne im Moment. Wir haben ja jetzt auch gerade gehört, der Trainer hat jetzt auf jeden Fall nochmal weiter verlängert. Also da wächst was zusammen und ich glaube schon, dass... Ja. Hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die Auswirkungen auf das eine Spiel, aber... Ist auch toll, was man dieses Wochenende sehen kann. Also Sonntag das Spiel und am Samstag SAV gegen Bremer SV, auch ein Top-Spiel eigentlich für mich. Das ist schon, da wird schon einiges geboren dieses Wochenende in der Bremen-Liga, würde ich sagen. Meine Damen und Herren, gehen Sie auf jeden Fall hin, schalten Sie auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn wir auf jeden Fall bestimmt auch wieder zu viert sind. Meine Damen und Herren, das war BSV Late Night für Sie von uns. Und ich möchte noch ganz kurz zum Abschluss doch noch einmal einen Blick darauf werfen, auch hier in der Runde, weil ich vorhin immer dieses Thema hatte, die Spannung ist raus. Wie geht man beim Bremer SV als Fan denn damit um? Man redet dann als Fan dann auch so, ach, das wird sowieso nichts, ach, dann spielen sie so schlecht gegen Lehe und damit kannst du eh nicht aufsteigen. Jetzt ist man in so einem Hoch drinnen gegen Blumenthal gewonnen. Ja, jetzt machen wir da doch wieder. Wie war es bei Ihnen persönlich, Herr Caraldo? Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Also ich sehe es einerseits ähnlich, wie Herr Schlag vorhin sagte, die Spannung ist ja da. Also rechnerisch von der Tabelle oder wie die Ergebnisse auch sind. Und ich sehe es gar nicht auf die Relegation bezogen, sondern eben, da ist Bremen-Liga und es geht darum, dass der Bremer SV irgendwie noch Meister werden kann. Andererseits gebe ich Ihnen natürlich recht, die Situation momentan ist schon ein bisschen komisch, weil jeder irgendwie davon redet, das ist trotzdem noch eine Übergangssaison und mal gucken, wie sie spielen, der neue Trainer wird vorgestellt, dann ist im Umfeld halt, also gerade bei den Fans auch, ja, ist schon super, wie die spielen und wir wollen, dass sie sich vernünftig darstellen, aber keiner glaubt so richtig daran, dass sie A, Meister werden können oder B, wenn sie es denn werden, vielleicht die Relegation bestehen können. Es ist aber so, dass trotzdem, finde ich, schon die Spannung da ist. Also zu sehen, wie sie sich präsentieren, dass sie, wenn sie denn gewinnen, trotz auch der beiden wirklich schlechten Spiele, Niederlagen gegen Schwachhausen und Lehe, sie trotzdem noch irgendwie dabei sind und auch gerade das letzte Spiel gegen Blumenthal, man hat es ja gesehen. Die Spieler sind da, sie liefern ab und sie begeistern die Fans ja auch. Gucken wir auf die letzten Jahre, da haben wir jetzt geredet, naja, wir sind jetzt Meister, jetzt geht es halt um Pokalfinale oder Relegationsspiele. Ne? Ja, meine Damen und Herren, so sage ich wie immer, auf dem BSV, auf dem Bremenliga, bleiben Sie uns treu, tschüss.